Ja, grüß euch, aber der Mahlzeit vor der Sorge. Vorher wegen Dampf mit Kali über das Thema Weltrekord im Einkaufen. Da gibt es einen fetten Weltrekord am Sonntag. Mei, es gibt für und wieder. Wir haben uns noch unterhalten, hab's aufgenommen und es geht nur um eins: Hashtag im Einkaufen. Und 1000. 1400 Liter, nein, 14.000 Liter Öl brauchen. Das nehmen wir uns aber auch wieder her, sagt er. Es geht in eine Raffinerie zurück und wird wieder hergenommen. Aber jetzt hat sich Peter eingemischt. Welcher Disco? Disco Peter, nein. Wir haben jetzt da eingemischt, die größte Tierorganisation aus. Warte mal, ich schau mal da schnell. Da gibt es einen Beitrag. Ihr braucht es auch bloß googeln, dann wisst ihr gleich, was los ist. Beschämen, Peter kritisiert Schnitzelweltrekord. Peter ist die so ein Verein, da muss ich am Tisch jetzt kommen, ja, ist sehr kritisch. Weil die halt drei Viertel der Kohle selber ist immer angeblich. Wer hat das, Schnitzel? Nein, das war der Burgerrekord da. Sagt man jetzt da, ihr braucht es bloß eigentlich im Schnitzelrekord. Menkhofen, da gibt es Pass, eine neue Presse hat das geschrieben. Wir nehmen auch schon auf, gell? Weil das Video habe ich schon geschnitten. Was das mir eigentlich geht, ich meine, das soll mal was wollen. Gut, das kann man jetzt seit Ming oder nicht Ming. Das Geld wird gespendet an Kinder, ist okay. Kinder in Not und so. Und aber was mir geht, ist Hashtag Menkhofen in die Kommentare, gell, Karl? Hashtag Menkhofer. Hashtag Menkhofer. Und was halt auch wichtig ist, mir geht es um das, wenn die Menkhofer eingeben bei YouTube, das geben jetzt dann viele Leute, dann soll ein Fortnite-Video geben. Das war halt voll lustig, ne? Das war übelst lustig. Und drum, jeder, der einen Account hat und jeder, der das Video schaut, bitte gebt Hashtag Menkhofer in die Kommentare. Wir müssen den YouTube-Algorithmus so manipulieren, dass, wenn die Leute das eingeben, dass das Video an erster Stelle ist. Das war natürlich ein riesen Thema. Gut, im Hintergrund läuft der Gameplay. Seht ihr jetzt recht schön da. Habe jetzt ein paar so Mini-Wins eingebaut. 3-4 Kills oder so, 5, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, am Sonntag ist das Event da, Weltrekord, und Peter hat jetzt da halt, nicht der Disco-Peter, nicht zum Verwechseln mit Disco-Peter, es geht Peter als Abkürzung. Und haben halt da einiges dazu geschrieben, gesagt, schaut euch den Link an, ist ein Riesenthema. Das Thema ist heutzutage schwierig, muss ich sagen. Weil muss man dann gleich einen Weltrekord machen, man kann es ja so auch machen und einfach das Geld spenden. Aber dann verkauft es halt wahrscheinlich nicht, dann kommt halt keine Sau. Wenn aber da steht Weltrekord, dann kommen halt Leute ohne Ende. Ja, Schnitzelsemmel kostet dann 5 Euro, da müssen dann wahrscheinlich 100 Sei sterben, weil du brauchst ein riesen Schnitzel. Wir reden da von 14.000 Liter Öl, 1000 Kilo hat es und 70 Quadratmeter groß. Das heißt, da brauchst du eine riesen Pfanne, da brauchst du halt Öl ohne Ende, ja klar. Was? Eine Tonne wiegt. Eine Tonne, oder? Ja, da brauchen sie keine. Ja, Semi, dann sie, die schneiden sie dann her, das Schnitzel. Das ist klar. Ja, aber wie? Was? Fangen wir einfach mal an. Ja, jetzt spielen wir dann gleich. Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, wie gesagt, Leute, ich tue noch Abstimmung rein. Könnt ihr abstimmen, kommt rechts oben jetzt. Findet es gut oder findet es nicht gut? Genau, oder sagt ihr euch, mir ist das scheißegal. Okay, der Karl findet es nicht gut. Das ist seine Meinung. Ihr könnt es auch von mir aus, wer es nicht gut findet, einen Daumen nach unten hergeben. Ja. Wer es gut findet, einen Daumen nach oben. Unabhängig von dem Gameplay jetzt im Hintergrund. Ist ja scheißegal. Und ja, wie gesagt, also ich mache jetzt da eine Ausnahme, dass ich über den Dampf rede. Ich meine, im Titel steht es ja Weltrekord im Einkaufen. Aber wie gesagt, wenn. Und schreibt in den Kommentaren, ob ihr hier geht oder ob ihr nicht geht. Ja genau, gut, es sind ja Leute, schauen dazu, die haben nicht von da, die wissen ja gar nicht, wo Menkhofer ist wahrscheinlich, ich meine, das ist Landkreis Dingelfing. Aber was mir wichtig ist, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, schreibt eine dahinter, Hashtag Menkhofen oder Hashtag Weltrekord Menkhofen, irgend so ein Scheiß halt. Damit der Algorithmus da Menkhofer an erster Stelle des Videos ist. Gibt es einmal Menkhofer, da kommen ja eh nur, naja, was weiß ich. Auf jeden Fall, um das geht's uns, und jetzt wünscht man euch alles Geile in einem weiteren Leben, und Karl, was sagst du noch? Ja. Abonnieren kann man auch. Abonnieren. Ist ein Riesenthema. Liken. Liken, alle. Liken und abonnieren. Genau. Und jetzt. Und tschüss. Tschüss.
Leute. Easy. Sehr interessante Thematik. Das Ganze sollte aber nicht vergessen lassen, dass Al-Bundi 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat.